So, hier bin ich, hallo. Wir versuchen jetzt mal das Wundermittel, indem wir in den Zylinder 5, wir haben den mal gemessen, ich zeige das mal schnell. Mit den Werten. Und der hat eben jetzt nicht übermäßig viel Unterschied. Aber wir probieren es einfach mal, schaden kann es auf keinen Fall. Und jetzt versuchen wir halt den Kram, das ist der Carsten, hallo. Hallo, guten Tag. Und das ist unser Wundermittel? Das Wundermittel, Carbon X. Genau. Ja, der Vorgang sieht so aus, dass wir das Zeug erstmal reinsprühen bis zum Gewinde der Zündkerzen und dann 15 bis 20 Minuten die, oder vielleicht auch 30 Minuten die Sache einwirken lassen bei offenem Ventil, Auslassventil. Beides geht leider nicht. Ich zeig mal kurz, wir haben jetzt gerade den Zylinder 5. Da sieht man deutlich, dass beide Nocken nach unten zeigen. Wir haben den gerade gestartet und sind alle die Hydros runtergedrückt. Also das heißt, wir haben jetzt die Ventile offen. Der Einlass ist zu im Moment. Das lässt sich nun mal nicht anders machen. Beide Ventile auf jeden Fall. Okay, dann fangen wir mal an. Genau. Ich komme hier mal mit näher an. Als schief kann es nicht gehen. Genau. Ja. Und nein, dann geht es damit. Ein bisschen weiter. Ich versuche da mal dein Gesicht wegzunehmen. Sie sehen nichts. So, jetzt kommt es raus. Dehnt sich es noch aus? Ja, es dehnt sich aus. Mal sehen, wie weit. Vielleicht schwuppt es auch rüber. Müssen wir vielleicht da ein bisschen Papier nehmen? Ja. Es schwuppt rüber. Aber nicht mehr viel. Und den Rest kriegen wir auch weg. Okay, dafür saue ich das halbe Auto ein. Das ist auch nicht schlecht. Aber sauber ist dann auch die Außenhaut des Autos. Vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen was auf meinen Klamotten drauf, wenn ich mich da jetzt gleich. Aber auf jeden Fall wird sich, ich denke, es wird jetzt härter. Es hat schon auf jeden Fall Dreck mitgebracht. Ja. Was sagt die andere Kamera? Kann die gucken? Ja. Ich gebe dir mal noch. Spannend aus. Ich werde mal hier das Öle hier wieder wegnehmen. Aber jetzt kann ja nicht mehr viel platzen. Sehen Sie, was passieren kann, ist, dass da oben auch noch was sauber wird. Wir machen nachher noch einen Ölwechsel bei der Kiste. Ja, das hatte der andere auch empfohlen. Hm? Okay. Dazu auch noch mal Spezialmittel verwenden. Vorher zur Reinigung. Wie weit ist jetzt drin? Ja, ne? So. Und jetzt können wir nur noch warten und gucken, ob das ja Sinn gemacht hat. Aber da brauchen die Leute nicht dabei sind. Ehrlich gesagt, so bei 6 Zylindern wären das jetzt, was natürlich fürchterlich ist, 30 Minuten A6. Ja, das stimmt, aber es sind ja bei der Kröpfung der Nockenwelle sind ja immer zwei auf der gleichen Stelle. Stimmt. So, Carbon XK2. Ne? Das ist jetzt der Neutralisierer für den Schaum. Schau mal da kurz rein, was wir da an Schaum haben noch. Na, guck mal. Können wir vielleicht noch sehen. Ach, oder nicht. Ja, ein bisschen Schaum sieht man. Okay. Bei den anderen sind dunkle Löcher und da nicht. Genau. So. So, wir wollen das jetzt nämlich ein bisschen auflösen. Werden wir da reinschauen? Ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt reinmachen soll. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine feste. Ja, wir haben ja eh. Ja. Eh bloß eine bestimmte Menge. Ach, bla bla. Sonde spülen und so lange einwirken lassen, dass ich bla bla. Dass er sich, wie viel sagen sie auch nicht, großzügig steht da. Und dann 4 bis 5 Minuten einwirken lassen, bis sich der Schaum aufgelöst hat. Dann gucken wir mal, was großzügig bedeutet. Sind wir mal großzügig und pusten das mal rein. Also, wenn man hier so reinguckt, das ist ja jetzt schon weg. Ja, ich kann es auf jeden Fall ein bisschen auf die Kamera sehen. So, also ich sehe jetzt schon nichts mehr von dem Zeug. Okay, ich sehe jetzt auch ein schwarzes Loch. Ja, ja. Das ist ein tiefes schwarzes Loch. Na ja, dann warten wir mal. Da drin sieht auch nichts nach Schaum aus. Also bin doch mal ein bisschen großzügig, weil sonst reicht die für einen 12-Zylinder die Dose. So, okay. So, 3 bis 4 Minuten einwirken. Das ist jetzt auch nicht so lange. So, die Frage ist, ob wir nicht gleich die anderen Dinger hier mitmachen. Ja, also die, bei denen ist eigentlich die Kompression in Ordnung. Ja, aber wenn wir ihn offen haben, also der hier wäre der Auslass offen schon. Ja. Das wäre ja vielleicht noch ein Gedanke. Fast offen eigentlich, würde ich mal sagen. Na, nee, doch nicht so richtig. Guck mal, hier siehst du die Kanten von den Dingern, von den Tellern. Die siehst du hier. Wir machen erstmal die innige Geschichte auf und dann stellen wir uns den Motor so hin, dass wir Fälle erwischen können. Ja. Würde ich vorschlagen. Ja. Okay. Gut.
So, wir haben jetzt die 5 Minuten gewartet. Der Carsten wird jetzt mal versuchen, dort irgendwas Ekliges rauszukriegen mit dieser Spezial. Ja, das, sowas kann man auch für andere Sachen. Das wird dumme Ende, danke. Dann gucken wir mal, ob da jetzt tatsächlich irgendwas... Ja, ich ahne mal, da ist nicht viel drin. Also ich bin jetzt hier unten schon am Kolben. Und jetzt ziehen wir mal ganz brutal, aber ich habe so das Gefühl, da ist gar nichts drin. Ey, da ist überhaupt nichts drin, da kommt nichts raus. Da kommt nichts raus. Ja, ich sag's schon, ich habe schon geguckt, da, das Ding war eigentlich trocken und ich ahne mal, das hat sich alles im Motorraum... Na, du hast ja den Plan mit dem Öl sowieso gehabt. Ja, also vergessen wir es, aber ist trotzdem gut, wer weiß, also falls ihr andere Gedanken habt bei so einem Zeug, könnt ihr das gerne benutzen, ist nicht teuer, ne? Also hat glaube ich 9 Euro gekostet und bringt bestimmt so manchen Spaß. Ich denke auch, wir blasen trotzdem nochmal aus. Ja. Vielleicht haben wir ja da was, dann legen wir das Tuch drum und nehmen die Spritze in die Mitte. Achso, du hast hier nochmal... Das, danke. Nee, die Spritze nicht. Meine Spritze, meine Luftspritze. Achso, ja, genau. Ich habe den jetzt ausgemacht. Die andere Kamera läuft ja noch. Bloß dann siehst du auch, dann siehst du auch am Tuch, ob du irgendwo was erreicht hast, weißt du? Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weit hinten. Ich kann das hier schützen, ein bisschen. Jetzt komme ich nicht mehr ran zum Drücken. Kann natürlich auch sein, dass da jetzt mehr zum Auslass rausgeht. Ja. Nee. Also was Feuchtes ist es nicht. Ein bisschen was Nasses ist, aber... Ja, aber so, ich hätte jetzt eigentlich mit irgendwas Schwarzes, Böses gerechnet. Ja, ich auch. Also irgendwelche Popel da aus dem Motorraum habe. Gut, egal. Wir pusten das Zeug jetzt nicht an. Ich halte es hier nochmal rein. So. Ja, na los. Doch. Und fertig ist. Oh, qualmt noch. Ja, dann haben wir unsere Pflicht getan. So, nee, ich muss mit... dem ersten Anfang. Das steht hier unten. So müssen wir den Öl-Stuff zu anbringen. Das ist schon irgendwie ein witziges Experiment. Also für mich jetzt so, es ist ja nur, ich mache das ja auch nicht. Wollen wir jetzt noch mit dem Motor irgendwie versuchen, was zu drehen? Ja, oder willst du es jetzt spontan irgendwo? Wir können natürlich drehen. Eigentlich theoretisch kann man nach vorne und hinten rückeln, den Motor. Denn also ich meine, an die Kolben kommen wir grundsätzlich. Und das wird ja bis hoch wachsen. Du kriegst eben bloß nicht hinter die Ventile. Ja. Zumindest also bei denen, die jetzt nicht gedrückt sind. Wenn wir mal einen vierten Gang drin machen, dann schieben wir ein bisschen vor und zurück, dann drehen die Dinger sich ja auch, denke ich mal, oder? Muss kann man versuchen, ja. Vielleicht nicht gerade mit dem vierten. Naja, dann ich weiß nicht, wie viele Drehungen da sind. Also einen zweiten, immer einen zweiten. Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe. Da habe ich, eine Methodik. So, zweite sollte drin sein. So, guck mal auf irgendeinen Zylinder. Ja, ja. Egal welcher. Ja, es passiert was. Ja, ist auf irgendwas drauf? Ja, da vorne ist der Einlass jetzt offen. Wir wollen nochmal hauptsächlich ihn auslassen. Ne? So, dann hauen wir die Sachen mal gleich rein. So, okay, dann nehmen wir mal den letzten. Aha. So, der Kolben gleich oben, oder? Der ist ja so ähnlich wie der andere, so ein bisschen halb drin oder so. Jetzt wirst du nur halt an welcher Stelle du aufhören musst, oder? Was ist da was raus? Doch. Der war nur nicht richtig eingeklippt. Das ist fast wie Bauschaum hier, das Zeug. Das würde allerdings auch die Probleme lösen. Kurzzeitig, ja. Aber wie gesagt, ich stecke den einfach aufs Rad hier. Gut, genau, mach einfach. Und dann drehe ich ihn hier. Dann dreh mal. Die Handbremse ist gezogen. Ich habe mich nicht gewundert, warum das so schnell geht. Aber der steht trotzdem nicht schlecht jetzt, glaube ich. Ja, dass Bäder offen sind, ist ja unwahrscheinlich. Der steht eigentlich sehr gut, glaube ich. Also so, ich kann es nicht genau erkennen, aber irgendwie sieht das aus, ob der wunderschön steht. Der ist offen, nicht 100%. Ja, aber das reicht. Der hinten ist aber auch noch zu, also hier kannst du den auch noch mal behandeln, würde ich sagen. Da hauen wir jetzt was rein und freuen uns des Lebens. So, welcher war das? Genau, der hier. 2. Ja. Geh rein. Nerv mich nicht. Wir sind jetzt bei der 6 unter 2. Wir machen jetzt alle durchweg, immer jedes Mal, wenn der Auslass offen ist. Das wir praktisch jeden Mal behandelt haben. Wir haben vorher mit dem Endoskop reingeguckt, das habe ich nicht gezeigt, weil einfach zu schlechte Qualität ist.
Aber wir hatten jetzt nicht übermäßige Verschmutzung, zumindest was jetzt die Kolben betrifft. Ich konnte die Optik nicht drehen. Insofern ist es nicht wirklich zielführend, mit dem Teil zu arbeiten. Ja, das ist jetzt unser Ziel und dann werden wir mal schauen, ob sich an den Kompressionswerten was geändert hat, was wir hoffen, zumindest was den Zylinder 5 betrifft. Und ansonsten haben wir den Motor irgendwas Gutes getan, zumindest ist das die Hoffnung. So würde ich das beurteilen. Ja, hoffentlich nichts Negatives. Oder? Ja, für einen Ölwechsel wäre ich grundsätzlich sowieso. Aber das, was ich hier sehe, sieht wirklich gut aus. Schauen wir mal, ne? Also mehr als Spaß kann es nicht sein. Also weniger. Okay, dann der nächste. So, Nummer 1. So, das ist der erste. Obwohl das jetzt der vierte ist oder dritte. Ich höre es zischen. Ja, es zischt ein kleines bisschen, aber es fühlt sich ziemlich langsam alles, ne? Okay, da sind wir wieder. Wir machen jetzt die Deeskalation mit der chemischen Keule. Genau. Für alles, was wir jetzt hatten. Und das werden ja, wir haben zwischendurch das Auto ein bisschen vorgeschoben, dass wir entsprechend gerade die, wir haben uns ja auf die Auslassventile festgelegt, dass wir die alle so weit gedreht haben, dass wir jedes Mal was reinmachen konnten, wenn die offen waren. Den haben wir schon gehabt. Das ist die 5. Und jetzt wird hier deeskaliert. Wir haben schon vorhin mal versucht, den Motor ein bisschen zu drehen, um die Ventile auf eine andere Stellung zu kriegen. Und da haben wir es mal nicht mit Schieben versucht, sondern mit Starten. Und dann hat er alles ausgespuckt. Da hat uns ja ganz schön gezeigt, wo es lang geht. Ah, viel hilft viel, hat er gesagt. Ja. Also im Großen und Ganzen ist der Schaum auch schon verschwunden. Also ja, aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es tatsächlich braun geworden ist. Ich habe davor noch ein Foto gemacht von dem, was auf dem Fußboden lag. Ja, wo es ja raus spritzte als Wurst, war es braun. Ja. Also irgendwas tut's. Ja, hat einen guten Farbstoff. Der ist eingebaut, ja. Nach 15 Minuten wird er wirksam. Okay, der Rest ist wieder warm. Wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen was ausgespuckt, das darfst du jetzt natürlich nicht vergessen. Ja, aber das andere, was ich jetzt reingesprüht habe, muss ja ein bisschen steht was drin, aber ernsthaft. Oh, das sieht hier sehr interessant aus. Das blubbert hier mittendrin, wie blöd. Da sieht man richtig in dem zweiten, wie da drin das Zeug so ein bisschen rumblubbert. Ja. Hier hat sich schon beruhigt. Aber Blasen macht er. Ja, ist wie beim Schaumbad, ne? Fehlen nur noch ein paar Gummientchen. Die hintere Ecke kommt, hoffe ich mal, dass das passiert. Da bin ich mal gespannt. Oh, da kommt was jetzt. Ah, guck an, ey. Okay. War jetzt so schlecht nicht. Ja. Da war zwar ein bisschen was raus. Ja. Ne? Also ist es zumindest braun. Glas ist oder so, wo man die Sache mal rein. Ne, Glas habe ich hier hinten nicht jetzt. Also irgendwas anderes? So. So. Okay. Zylinder 1. Ich meine jetzt auch eher das Geräusch, wisst ihr, was mich machen lässt. Ja. Ja, da hat auf jeden Fall irgendwas hat er gemacht. Also und ich hoffe, das ist nicht bloß die Wirksubstanz und das Auflöseding. Ja, das kann nicht, dass das Show ist. Ja, das kann ein Show-Effekt. Auch so, dass die braune Farbe erzeugen, wenn man die Komponenten zusammen macht. Und alle sagen, oh, toll. Ja, Show ist alles. Wir nehmen jetzt mal den zweiten in Angriff. Mal sehen, ob wir da auch noch was rauskriegen. Das ist halt nicht gesagt, dass immer noch was rauskommt. Oh, ich denke, das kommt auf an, der ist ganz oben, ne? Der ist ganz oben, der Schweinehund. Dann haben wir da wahrscheinlich vorhin schon jede Menge rausgeblasen. Ja, da kriegen wir wahrscheinlich auch nicht wirklich so viel mehr raus. Kleiner Pups. Ja, das nehmen wir nicht als ernst jetzt aber an. Schade, schade. Der Rest wird sich mit Sicherheit am Kurbelwellengehäuse unten finden. So, hier haben wir wieder viel Platz, aber ich weiß auch nicht, ob da jetzt was drin ist. Schauen wir mal. Oh. Zieh halten, guck mal, schwarze Brühe. Lecker, 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 lecker. Ey.
Und jetzt sind wir hier schon am Ende. Das wird doch das Geräusch. Ja, da hat man sicherlich denselben Effekt, weil der andere, der fünfte, um den uns ja hing, der war ja auch ganz oben. Ja. Da haben wir wahrscheinlich auch nicht die Menge Schaum drin gekriegt, denke ich. Dass wir da hätten so viel absaugen können. Ja. So, was waren jetzt? Drei hatten wir jetzt, denke ich. Jetzt nehmen wir mal den nächsten Jungen. Na, komm rein. Ah, da geht es auch nicht allzu tief. Der ist auch ziemlich am Anschlag. Da wird auch nicht viel passieren. Ja. Ich krieg auch nicht mehr. Da kommt nichts. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, und 5 dürfte ja leer sein, oder hast du? Nee, doch, du hast noch mal den anderen hast du drin gemacht. Mal sehen, was jetzt da noch mal rauskommt. Auflösung, aber der ist auch oben, ey. Die können doch nicht alle eigentlich oben sein. Alle sind da. Nee, das ist nichts. Das ist leer. So, jetzt kommt der letzte. Ah, da haben wir ja voll. Voll leer. Aber wie auch, ey. Ist da überhaupt Kolben drin? Jetzt ein Motor raus hier, das ist auch schon sehr merkwürdig. Ja, da wird schon damit zusammenhängen, dass wir da mehr reingekriegt haben. Das ist richtig. Ja. Auch von der Farbe her, die kommen sich relativ nah. Noch ein bisschen Malzbonbon. Ja, vielleicht kann man damit auch was herstellen. Erinnert mich so ein bisschen an Bärendreck, das ist früher zu Ostzeiten gehabt. Das war so lecker, ne? Dichtmittel. Dichtmittel war das. Okay. Das hast du hier, du hast die Zylinderköpfe und sowas mit abgetechnet. Es gab doch nicht, es gab kein Dichtpapier oder sowas. Okay. So, wir gucken da nochmal rein, wie das jetzt aussieht. Also zumindest nicht so optimal. So, das war die Spezialtechnik. Und das sieht eklig aus. Also so richtig, so, guck mal, da ist so der Dreck, richtig fester Dreck drin. In dem Zeug, so wie Sand oder sowas. Na gut, ich würde vorschlagen. Auf jeden Fall ist da was rausgekommen. Nicht in allen Zylindern, weil irgendwie. Wir werden jetzt mal mit Luft durchblasen. Würde ich vorschlagen. Können wir gerne mal. Zwischen den Gerätemessen. Ja, schätze ich mal auch, genau. So was machen. Also ich gehe den ersten nochmal rein, also den 5-6 nochmal. Ja. Nochmal starten. Vielleicht hat sich das an dem Gerät jetzt hier auch geändert. Keine Ahnung. Also. Ja. Stopp. 15,5 Bar meint er. Okay, das passt jetzt zumindest mit dem B-Zylinder zusammen. Ja. Wir können jetzt nur schauen, was der andere macht. Wenn ich das hoch sage, dann nehme ich alles zurück und behaupte es irgendwann, was das Material geleitet wird. Ja. Also auf jeden Fall hat sich da was getan. Also vorher. So, okay, jetzt gehe ich auf den vierten. Ich muss es ja zumindest dokumentieren. Achso. 15, hast du gesagt? Ja, 15,5.
muss ich die... Das war der 6 jetzt nochmal. 13,5 Polen. Ich habe jetzt 15,0 und 15,5. Ja. Du hast jetzt den vierten, ne? Ja, jetzt ist der vierte dran. Jo, kann losgehen. Okay, stopp. Du glaubst jetzt nicht. Das kann auch selbst nicht sein. Die Anzeige reicht nicht. Das kann nicht sein. Ey, was ist denn das jetzt, ey? Ich... Das ist jetzt nicht gut. Zu hoch von diesem Gang. Was passiert da? Ich mach nach Sissi. Ich hab sowas überhaupt noch nicht erlebt. Das ist für mich was Neues, sorry. Nee, das wird ja auch so komplett im Messer wie hier am Ende. Aber wir lernen dazu, also. Ist das jetzt was Hilfes, ist mir die Frage. So, okay, wir probieren jetzt den dritten aus. Ich habe jetzt für den vierten reingefahren, weil wir den haben. So, also der dritte. Ja. Gibt Zunder. Da passiert gerade gar nichts. Ich weiß nicht warum. Warte mal, mach mal nochmal. Der hat 3 Atü. Also 3 Bar, meine ich. Wir haben das vorhin gemessen, das hat alles, also das glaube ich jetzt nicht. Ja, jetzt ist irgendwas mit unserem Methode falsch. Ich kapiere das nicht, ey. Zuerst habe ich ja noch ein bisschen gelächelt. Aber ist schon ein bisschen seltsam, ein bisschen sehr seltsam. Aber gut. Vielleicht haben wir ja auch von dem Zeug, ihr habt ja gesagt, ihr spritzt was raus, ne? Ja. Das haben wir ja möglicherweise mit in unser Messgerät drin gepumpt. Den Dreck. Ja, das kann schon sein. Das war den. Entweder das Ventil vielleicht ein bisschen behindert, was da auch so zumacht, oder ja. Das Messgerät selbst. Ja, das. Das klingt plausibel, finde ich. Ja, irgendwas Komisches ist es jedenfalls. Was auch immer. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ich jemand dafür mache, sind Flüssigkeiten zu messen. Nee, da sind wir. Wir haben da eben dadurch, dass wir den Kram drin gedrückt haben dort. Ja, ja, kann natürlich so sein, dass sich da was ein bisschen geändert hat in der ganzen Technik des Messgeräts. Deine Überraschung hättest du sehen müssen. Ey, geil, ich habe einen neuen, besser als einen neuen Motor. Überleg mal, der macht mehr Druck als eine Kolbenpumpe. Ja, 16 ab. 16. Bar! Ho, 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 ho.